hier ist wieder Wolfgang, euer Mr. Moneypenny mit den Themen rund um Versicherungen, Baufinanzierung und Geldanlage. Heute mit dem Thema Zins und Zinseszins. Zugegeben, bei den derzeitigen Zinsen macht das Sparen nicht richtig Spaß. Umso mehr freuen sich Immobilienanleger, die sehr, sehr zinsgünstige Darlehen für ihre Immobilienprojekte bekommen. Der Zinseszins ist der Turbo der Geldanlage. Selbst mathematisch gebildete Menschen können sich kaum diesen Effekt vorstellen. Deshalb hat bereits der Philosoph Richard Price 1772 ein Gedankenexperiment gestartet, den Josefspfennig. Das bedeutet, dass Josef zur Geburt Jesus Christus einen Cent beiseite gelegt hat und mit 5% verzinst angespart hat. Nach 2000 Jahren ist daraus eine Summe von 6 Trillionen Euro geworden. Der Gegenwert entspricht ca. 70 Mal die Erde in Gold aufgefüllt. Das Besondere ist, hätte Josef die Zinsen nicht jedes Mal wieder reinvestiert, sondern einfach nur zur Seite gelegt, dann wären die gesamten Zinsen dieser 2000 Jahre insgesamt nur ca. 1 Euro. Das heißt, der Zinseszins ist eine astronomisch gigantisch große Zahl, die unsere Vorstellungskraft bei dieser langen Laufzeit einfach übersteigt. Diesem Thema hat sich auch der Autor Andreas Eschbach in seinem Roman $1 Billion angenommen. Natürlich haben wir jetzt nicht 2000 Jahre Zeit, um für unsere Altersvorsorge zu sparen. Aber wenn zum Beispiel ein 25-Jähriger heute monatlich 100 Euro ansparen würde, bis zu seinem 65. Lebensjahr, dann würde er insgesamt 48.000 Euro zur Seite legen. Bei einer Verzinsung von 2% hat er ein Guthaben von ca. 73.000 Euro. Wenn er jetzt sagt, in den ersten Jahren, ach, es lohnt sich nicht zu sparen, ich will lieber erstmal konsumieren, würde er zum Beispiel 5 Jahre später anfangen zu sparen, dann spart er insgesamt 6.000 Euro an Einzahlsumme, hat aber in der Ablaufleistung ca. 13.000 Euro weniger Guthaben. Die Differenz von ca. 7.000 Euro entspricht den Zinsen auf die Einzahlung der ersten 5 Jahre. Daher mein Tipp als Mr. Moneypenny: Fangt so früh wie möglich an zu sparen für die Altersvorsorge. Ihr nutzt den Zinseszinseffekt und habt einen entsprechenden Geldbetrag, auf den ihr gegebenenfalls zurückgreifen könnt, wenn ihr mal in eine Problemsituation kommt. Wie viel Geld ihr für eure Altersvorsorge wegpacken müsst und in welche Produkte, das besprechen wir in meinen nächsten Videos. Wenn euch dieses Thema gefallen hat, freue ich mich auf Daumen rauf, abonniert meinen Kanal und teilt dieses Video bei Facebook. Bis zur nächsten Woche, euer Mr. Moneypenny.